Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda. Yay, wir sind wieder da, wir sind wieder hier. Was für eine Freude. Ich weiß nicht mehr, was wir letztens gemacht haben. Stimmt, ich musste mir irgendwo noch Bomben kaufen, oder? Aber wo war denn das jetzt? Für einen Huni, glaube ich, ne? War eh in diesem Dungeon, wenn ich mich nicht irre. Da gab es so einen Bomben-Shop-Typ. Boah, das ist jetzt doof. Jetzt kann ich mich, weil jetzt habe ich nämlich echt, glaube ich, 3 oder 4 Tage nicht aufgenommen. Jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr daran erinnern, wo dieser Bomben-Shop-Typ war. Zahlt sich das überhaupt noch aus, jetzt hier dieses Bomben-Upgrade zu holen? Aber ich glaube ja, theoretisch schon. Ja, das brauche ich grundsätzlich immer ganz gut. Ich meine, komm, wir machen eins. Ich werde jetzt erstmal den nächsten Dungeon noch machen. Und dann gehen wir hier zurück und holen uns den Bomben-Upgrade noch. Weil ich glaube, es müsste hier sein. Autsch, wow. Warum habe ich jetzt die Flöte ausgerüstet? Ich will... Ja gut, eigentlich mit... nee, komm. Wir laufen da einfach so. Ist nur die Frage, wo gehen wir denn da hin jetzt? Ja, genau, das müsste da drüben. Da müssen wir ganz weit wieder, in den Osten. Ja, ich sollte vielleicht den richtigen Schwertknopf auch finden. Ganz weit in den Osten müssen wir da. Weil da müsste dann irgendwo... Wir hatten nämlich Level 8 schon gefunden, falls ihr euch erinnern könnt, ne? Den Eingang zu Level 8 haben wir schon gefunden. So. Und da gehen wir jetzt einfach wieder hin. So, genau. Und wir haben noch Level 8 und dann noch Level 9. Und Level 9 ist riesengroß, ja. Also Level 9 könnte spaßig werden. Auch Level 8, glaube ich, ist relativ groß. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, ne? Ich sollte, glaube ich, auch ein bisschen mit meinem neuen, tollen Zauberstab spielen, ja. Tada! Tada! Autsch. So, irgendwie... Und irgendwie, ich weiß nicht, im Inventar bekommt vor, dass mir noch einige Items fehlen, oder? Oben. Weiß ich gar nicht. Komisch. Ja, könnte sein. Vielleicht finden wir da noch was. Bin mir jetzt selbst unsicher. Nein, ich kann den... Ja gut, der eine Rubin. Komm, der eine Rubin. Ist nicht so tragisch, ne? So, wieder hier der audiovisuelle Raum. Mit der Audio-Waveform zeige ich da immer. So, zack und zack. So, oh, ein Herz. Ja, Herz ist praktisch. Sind wir wieder voll. Aber das Gute ist, mit dem Zauberstab können wir eben auch schießen, wenn wir nicht voll sind. Was praktisch ist, natürlich, ne? So. Ja, wow. Ich sollte vielleicht ein bisschen besser sein. Was besser spielen? Ach, Cloud, was kommt dir denn vor? Das ist doch nicht so tragisch. So, übrigens... Achso, die haben wir eh auch schon. Ich dachte, ich habe da eines dieser Löcher habe ich nicht aufgemacht, aber offensichtlich der doch. So, jetzt ist nur die Frage. Genau, wir müssen darüber. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so frei, dass ich regelmäßig einfach auf meine Karte gucke, die ich mir ja zurechtgelegt habe. Weil ich glaube, sonst kommen wir da einfach nicht weiter. Ja, das wäre auch doof. Oh, da waren Bomben. Das ist sehr schade. Bomben verschmeißen ist echt schade. Vor allem, weil ich mir sicher bin, dass wir hier wieder Hunderttausende brauchen im nächsten Dungeon. Ah, da sind wieder welche. Gut. Ja, und jetzt finde ich, jetzt bin ich echt ein bisschen traurig, dass ich das Bomben-Upgrade doch nicht gekauft habe, weil jetzt hätten wir wieder 100 Münzen. Münzen sage ich schon. 100 Dingens. Aber hey, wir gehen in Level 8. Ja. Level 8, was für eine Freude. Oh. Hallo, warum? Achso, ich kann die Projektile des Gegners kann ich nicht blocken, sondern nur die, weil ja in der Mitte da auch noch, lustigerweise, danke, ja, in der Mitte auch noch Statuen sind, die schießen. Das ist ja, wow, ganz toll, ne? Ganz großes Kino. Das Gute ist, dass die Gegner zumindest, also die Endgegner, kann ich die eigentlich treffen? Ja, sie übertreiben es, also mit den Dark Nuts übertreiben sie schon auch immer ein bisschen. Moment, jetzt habe ich da Bomben bekommen, das ist natürlich nicht so schön. Also es ist schon schön, aber insofern nicht so schön, weil ich damit, wow. Ja, nach unten ist ein bisschen dumm, bisschen nicht mitgedacht, weil wie sollte... Ach, ich kann diese Gyptos jetzt schon in einen Schlag kaputt machen, das ist ja cool. Oh. Ah, fehlendes Schwert. So, okay. Und rein da.
Oh, ach, das ist ja praktisch. Gleich ganz am Anfang bekomme ich das Item. So, und jetzt, das ist jetzt ein Ding, muss ich euch zeigen. Ja, wenn ihr euch den Zauberstab jetzt anseht, da haben wir nur, ja, nur das. Der schießt und fertig. Aber wenn ich das Buch habe, guckt mal. Flamme. Ja, da wird ein bisschen stärker sogar noch der Zauberstab. Jetzt haben wir einen echten Zauberstab. Der, ich bin unbesiegbar mit diesem, mit diesem Zauberstab. So. Ich freue mich so sehr. Ja, gut, dass wir nach links gegangen sind. Aber das passt ja vom Namen her. Ne? Link geht nach links. So, jetzt weiß ich nicht, wird es mit dem Zauberstab, müsste eigentlich auch hell werden? Ja, wird sogar. Sehr cool. Also der Zauberstab ist jetzt richtig, also das ist ein richtig, eine richtig mächtige Waffe. So, und jetzt ist die Frage aller Fragen natürlich, wo bombe ich mich hier durch? Und ich finde es halt schade, dass ich diese, oder Moment, kann ich diese Knubbeldinger vielleicht mit der Flöte kaputt machen? Mal kurz Kaffee trinken. Nee, ich glaube, ich kann die echt gar nicht wegmachen. Ach stimmt, und das Buch ist ja oben. Okay. Jetzt macht es schon mehr Sinn. Also man sieht, das Buch ist jetzt oben im Inventarslot. Aber trotzdem, ein Ding fehlt noch, oder? Oder sieht das nur so aus? Da links neben dem Kraftarmband. Weiß ich nicht. Sind vielleicht dann die silbernen Pfeile. Die bekomme ich ja auch noch. Warum habe ich jetzt den schlechten Boomerang eigentlich ausgewählt? Komm, wir nehmen unseren super Zaubertrank. So. Oh. Okay. Hier geht's offensichtlich nicht weiter. Jetzt bin ich verwirrt. Ah, da ist ein Durchgang. Ich sprenge einfach mal alle drei Seiten. Ich sollte Bomben sparen. Oh nee, komm, für was denn? Oje, oje. Oh, Lag. Das Gute ist, beim Lag hat man Zeit nachzudenken. Ich hätte sogar noch einen Schlüssel übrig. Und ich sterbe jetzt gleich. Ja, also ein bisschen übertrieben ist das ja echt schon mit diesen Dark Nuts. Glaube ich, dass die, oder Stalfos Dark, ich weiß es nicht. So, ein Schlüssel. Ja, gut, dann gehen wir gleich in die Schlüsseltür. Weil die verbirgt sicher Geheimnisse. Ja, klar. Natürlich. Oh, ja, gut. Okay, immerhin. So, und die Viecher kann ich echt nur mit den Pfeilen besiegen. Aber dafür sehr effektiv. Oh, da kann man Geld und Geld farmen, habe ich das Gefühl. Ja, wow. Ganz zum Schluss. Das ist ja ein Traum. So, ich könnte hier wahrscheinlich mich überall wieder durchbomben, aber ich habe leider zu wenig Bomben gerade. Aber wir werden sowieso jetzt einmal sterben. Bald mal, weil wir haben nur noch 3 Herzen und dann, wenn wir gestorben sind, gehen wir in den anderen Dungeon zurück und holen uns dann. Das ist blöd, dass ich die echt nur mit Pfeile umtöten kann. Irgendwie, das dauernde Umschalten der Waffen ist halt irgendwie ein bisschen das Lästige bei dem Spiel auch, muss man sagen. Weil es halt ewig dauert, bis das Menü aufgeht, ja. So. Wow. Freude. Freude. Was haben wir da? Ah, 3 von denen. Okay. 3 von denen packe ich. Auch ohne zu sterben, vermutlich. Ein Schlüssel. Dunkelheit. Zum Glück weiß ich den Weg schon auswendig. Wird's hier wieder hell? Ja. Oh. Ah, das Ding ist blau. Oh nein, blau bedeutet, es hält mehr aus. Oh mein Gott. Weil das Ding, was wir damals hatten, das hat... Kann sich das nicht bewegen? Doch, jetzt habe ich es... Jetzt habe ich es natürlich verschrien. Komm, das eine Vieh muss ich jetzt noch schaffen. Müsste ich die Projektile... Kann ich natürlich nicht blocken. Habe ich das schlechte Schild? Nee. Witzig, dass ich trotz des guten Schildes voll viel nicht blocken kann. Ich wusste... Hä? Moment, ich glaube... Ja, komm, es ist noch zu früh für einen Trank.
ist noch zu früh für einen Trank. Aber es ist echt spannend. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Nein, jetzt kann ich wieder mein Schwert nicht einsetzen. Man lernt echt mit der Zeit, die Gegner zu töten, ne? Na toll. Oh, weitere Rubine. Freude. Juhu. Komm, Bomben. Nö. Ist da jetzt so eine... Wahrscheinlich so eine... Ja, okay. Achso, nee, passt schon. Okay. Ja, die Karte wäre gut, wenn ich mal bekommen würde. Moment, wo sind wir hier jetzt? Ach, da unten. Okay, komm, eben kurz Kaffee trinken, die Karte studieren. Dann so schön, wie es hier steht. USB-Button for this. Ja, so kann ich das dann verwenden. Ja, mein Item, das ich ausgewählt habe. Ja, klar. Also, okay, jetzt sterbe ich, befürchte ich. Ich bin gestorben. Okay, gut. Ja, komm, dann würde ich wirklich sagen, wir holen uns jetzt echt schnell das Bomben-Upgrade. Das war... Es müsste eigentlich in den einen Dungeon gewesen sein. Also Dungeon Nummer 3. Ach so, nee. Ach, cool. Okay. Wir kommen eh da direkt hin. Also die Flöte bringt uns offensichtlich nur dann wohin. Moment, aber wenn wir schon mal hier sind, mal schnell, muss ich noch mal schnell mich aufladen. Weil glücklicherweise ist ja da ein Hexenbrunnen. Ein Feenbrunnen, meinte ich natürlich. Ist ja glücklicherweise direkt nebenbei. Ja, und leider von den Herzen her sind nur diese zwei Reihen. Es würde passen, noch eine dritte Reihe dazu zu packen, aber ist leider nicht. So. Sollte ich halt nur wissen, wo der nochmal war. Moment, ich bin so frei. Weil, komm, das bringt jetzt auch nichts. Ah, ich weiß schon wieder, genau, der war da. Ja, ich kann mich erinnern. Ich habe jetzt ganz kurz, ich war so frei und habe ganz kurz eine Karte angeguckt. Weil das wäre sonst ein bisschen blöd gewesen. Muss ja auch nicht sein, ne? Weil wir haben das eh im Endeffekt dafür, dass es nur Zelda 1 ist, haben wir das Projekt eh schon sehr lange in die Länge gezogen, ne? Genau, es war nämlich da oben. Zum Glück muss ich die jetzt nicht töten. So. Und einmal bitte Bomben-Upgrade. Jupp. Jupp. So, jetzt müsste ich 16. Ja, jetzt haben wir 16 Bomben. Okay, sehr schön. So, gut. Okay, und dann nochmal zu Level 8. Müssen wir jetzt leider wieder zu Fuß laufen, weil die Flöte nur bei bereits geschafften Leveln funktioniert. Aber ich könnte ja... Wir könnten... Moment, wo sind wir ja da jetzt eigentlich? Wenn ich hier jetzt... Ich überlege gerade. Ist immer ganz doof, in neue Screens zu gehen und zu überlegen. Ich mache mal Pause. Gut, Level 2 wäre... Ja, komm, wir teleportieren uns zu Level 2. Das wäre in der Nähe. Level 1. So, Level 2. Genau, sehr schön. So, und wir werden uns auch das Bait noch irgendwo nochmal kaufen, damit das Inventar zumindest voll ist. Wir brauchen es zwar nicht mehr, aber wir kaufen es uns nochmal. Nein, ouch. Schlecht. Böse Gegner. Oh wow, ich bin schon wieder ein Herz low. Das haben wir wieder ganz toll hinbekommen. So, einmal... Ja, komm. Ja, toll, jetzt... Weißt du, immer dann, wenn ich mit Bomben komplett voll bin, bekomme ich gefühlt extrem viel Bomben. Ja, guck dir das nochmal an. So, rein da in Dungeon 8. So, wo waren wir da jetzt? Also einmal nach oben.
Rein gefühlt müsste ich mich ja hier auch nach oben sprengen können, oder? Weil jetzt haben wir ja den Luxus, dass wir genügend Bomben haben. Nö, okay. Dann vielleicht da nach links. Ne, das haben wir probiert. Okay, gut, na, dann offensichtlich nicht. Na, okay. Oh, wow. Kann ich die eigentlich? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Nee. Oh, habe ich wieder pausiert versehentlich. Da bin ich voller Enthusiasmus auf die Space-Taste gekommen. Ja, ein bisschen übertrieben sind die ja schon trotzdem. Habe ich schon mal erwähnt, ne? Ich sterbe, weil du... Ja, vor allem in diesen Räumen, ne? Wo, oh, eine Fee. Die ist praktisch, die brauche ich. Fee, würdest du bitte die Güte haben, mir zu helfen? So, vor allem, wenn in den Räumen dann auch nur lauter Magiekügelchen rumschwobeln, ja? So, wo gehen wir denn jetzt hin? Nach oben. Ja, nach oben soll es sein. Das wäre sehr fein. Natürlich. Wieder mehr Gegner und Bosse. So. Zum Glück gibt es da keine anderen Varianten. Von denen, wenn es da noch stärkere gäbe. So, da, also der Stab ist schon echt praktisch. Muss ich sagen. So, weiter oben soll es sein. Das wäre ja sehr fein. Ah ja, und da glaube ich, bin ich letztens gestorben. Weil überhaupt nicht vollkommen übertrieben. So. Aber dass ich die... Stimmt, ich könnte die eigentlich eher mit Bomben müsste ich die ein bisschen besiegen. Also wenn ich nochmal in so einen Raum voll mit diesen Viechern komme, dann einfach mit Bomben ein bisschen besiegen. Weil mit Bomben geht es einfacher, ne? Mit Bomben ging es einfacher. So, oh je. Ah ja, Moment. Weißt du was? Wenn wir schon mal gesagt haben... Ja. Gut, aber das Problem ist, dass ich mit Bomben offensichtlich halt dann dreimal treffen muss, was natürlich blöd ist. Und mit meinem Schwert wäre es dann nur zweimal. So. Also diese Magiekügelchen sind halt auch furchtbar, ne? An gegnertechnischer Natur. Juhu, ich habe Bomben bekommen. Im Moment, wenn ich da Bomben bekommen habe, dann werden wir natürlich hier gleich mal ein bisschen Sprengfallen auslegen. So, einmal da noch. Und meine Energie ist fast weg. So, ein unterirdischer Gang. Wo kommen wir da jetzt hin? Ich bin gespannt. Ah ja. Wow, oh je. Lag. Ich höre schon den Boss. Wow. Wow. Eine Fee wäre schön. Wahnsinn. Na ja, gut, zumindest ein Herz, komm. Ein Herz für mich, ein Herz für dich. So, warum hören wir da eigentlich schon den Boss? Moment, ich spreng mal ein bisschen. Oh, da war ja wirklich ein Loch. Habe ich ja jetzt nicht damit gerechnet. So. Ich laufe trotzdem. Oder gehen wir da mal nach oben? Oh. Warum ist da jetzt. Okay, kurz aufgeladen. So. Ja, und dann muss ich auf jeden Fall auch so einen Trank wieder kaufen. Aber jetzt volle Kanne draufgehauen, ne? Ist jetzt ein bisschen schade, dass ich das jetzt genau vor dem Boss nehmen musste. Gut, wer weiß, ob ich nicht je wieder sterbe, weil das sind natürlich ein bisschen mehr Köpfe. Stirb bitte einfach. So. Ja, und ich gehe natürlich da jetzt noch... Und das ist der letzte Herz. Ich gehe da noch nicht hoch, Leute. Ganz ehrlich. Ich gehe da noch nicht hoch. Ich erkunde den Dungeon noch fertig. Weil ich nämlich am Ende des Dungeons ja dann voll aufgeladen werde. Mir fehlt irgendwie voll die Karte, ne? Und es gibt natürlich... Es gibt in diesem Dungeon auch noch ein wichtiges Item, das ich noch holen muss. Das ist wirklich relativ wichtig, vor allem für den letzten Dungeon dann. So. Macht zwar die
Ja, gut, ihr werdet sie sehen. Ich sage jetzt nicht, was das macht. Weil wir sehen es dann eh. So, aber es fehlt mir immer noch die Karte. In diesem Dungeon. Das finde ich ein bisschen mau, ne? Aber sehr. Ja, der 10. Boss hat die Bombe. Ja, das ist so eine Info dafür. Wenn ich 10 Gegner haue, glaube ich, ohne getroffen zu werden, dann bekomme ich immer eine Bombe. Oder auch wenn ich getroffen werde, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, okay, gut. Ja, das ist jetzt echt blöd. Nee, ich möchte mir das Triforce-Teil noch nicht holen. Einfach aus dem Grund, wie gesagt, weil ich, ja. Weil ich, wie gesagt, da dann aufgeladen werde und vorher den Dungeon fertig durchsuchen will. Vor allem, ich möchte die Karte haben. Oh, ja, klar. Das machen wir definitiv. Wobei, komm. Jetzt machen wir einfach mal das, was wir gesagt haben. Ja. Und bomben die einfach alle weg. Ich habe genügend Bomben. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt muss ich wieder sparen. Oh, eine Fee. Freude, Freude. Und ich verstehe es nicht, ich habe das stärkste Schwert, ganz ehrlich, ich habe das stärkste Schwert und kann die trotzdem nicht töten. Da ich muss Bomben sparen. Genau. Waren wir da, waren wir aber noch nicht drüben, oder? Doch. Okay, nach unten. Ich habe keine Ahnung, wo mir da jetzt wieder Sachen fehlen. Da war ich noch nicht oben, oder? War ich da oben? Nö. Dann gehen wir da nach oben. Oh, wieder so einer. Ja, Spectacle Rock is an entrance to death. Das ist eine Info, dass ich einfach bei diesen einen lustigen Felsen dann, bei einem lustigen Felsen dann eintreten kann und dadurch dann den letzten Dungeon finde. Sterben, danke. Hier einmal mit dem Pfeilen getötet. So, dann ein Rubin auf den pfeife ich mal. Da vielleicht noch unten, hm? Wär eine Idee, oder? Nö, ist keine Idee. War eine ganz dumme Idee. Ich möchte doch nur die Karte. Jetzt habe ich echt wieder keine Bomben. Ich glaub's nicht. Ah, es ist so... Es ist echt schade. Ja, komm, ich probiere mal nach unten. Das war wohl nix. Satz mit X, das war wohl nix. Ja gut, komm, dann hole ich mir jetzt hier das Triforce-Stückchen, hole mir ein paar Bomben und laufe dann wieder hier zurück. Ja, und ich sehe ja, die Aufnahme ist ja... die Folge ist ja auch schon wieder vorbei. Kann ich die jetzt vielleicht mit... Nee, kann ich auch nicht. Dass ich die Dinger gar nicht kaputt machen kann. Weil das ist echt schade in dem Spiel. So. Einmal nach unten. Und einmal da wieder nach oben. Ach, ich kann die jetzt mit dem Schwert... Okay, ich kann die doch mit dem Schwert auch töten. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich dachte, das geht nicht. So. Den blauen nehmen wir mit. Herz nehmen wir mit. Nur mit dem Zeug kann ich es nicht töten. Ah, komm. Reicht, ne? Und hoch. Und wir holen uns das letzte Triforce-Stück. So, super. Ich brauche Bomben. Ganz viele sogar. Ja, okay, gut. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.